dauert noch 5 Minuten. Die kommt jetzt nicht an. Aber das ist einfach ja, ja, aber es ist sowieso, es war schon 56 Minuten, es ist besser kein Risiko einzugehen. So. Genau. Diese 56 sind gerettet, es sei denn, dass etwas passiert wird, aber wir sind da. Eventuell verlieren wir diese. Ja, das ist natürlich etwas, das innerhalb von Gorgias in Betracht gezogen. Das heißt, als wenn Kallikel sagt, der Rechte Stärkere soll befehlen und der Schwächere soll gehorchen, soll sich fügen. Der erste Einwand ist, ja gut, aber wenn die Schwächeren sich vereinigen, dann werden sie stärker. Das ist natürlich das gegen Kallikles. Das ist natürlich die erste Gegenargumentation von Sokrates. Ja, natürlich in diesem Sinne, für die Schwächeren, für diejenigen, die Gerechtigkeit wollen, ist der einzige Weg, meiner Meinung nach, miteinander einig zu sein, miteinander solidarisch zu sein. Der Schwächere alleine kann wirklich sehr, sehr wenig bewirken. Alle zusammen ist natürlich anderes. Ein anderes Problem ist vielleicht, was passieren würde, denn auch in einer Demokratie können Anti-Freiheitsgesetze votiert, bestimmt werden durch Mehrheit. Das heißt, die Mehrheit an sich selbst ist nicht eine Garantie, um die Vernünftigkeit, um die Liberalität, die Gerechtigkeit von einer von einem bestimmten Gesetz. Wir haben auch gesehen vor kurzer Zeit mit der Suspendierung von Habeas Corpus für diejenigen, die in Guantanamo festgenommen, inhaftiert wurden, angenommen wurden. Das heißt, es war eine Ausnahmevorschrift sozusagen, die eben von der Mehrheit, von den Abgeordneten in den Vereinigten Staaten bestimmt wurde. Nichtsdestotrotz war eine illiberale Gesetzgebung, die auch wenn von einer Mehrheit gewählt wurde, abgestimmt wurde, immerhin, könnte man ja sagen, meiner Meinung nach, ungerecht war und illiberal und profunde Freiheit beleidigend. Das ist natürlich ein Problem, mit welchem die Demokratien sich immer konfrontiert sehen. Das heißt, es gibt Momente, in welche leider würde ich sagen, die Unvernunft, die totale Verachtung von der Vernunft vorherrscht und die Grundrechte leider total außer Acht und total verachtet und missachtet werden. Das kann nicht es ist leider etwas, das nicht ausgeschlossen werden kann. Es gibt immer Momente, in denen das leider passiert. Das ist vielleicht die Tragödie der Geschichte. Und von Illiberalität sind auch, würde ich sagen, die Demokratien nicht immer sozusagen immun. Nicht immer immun. Das heißt, das Recht der Stärkeren kann auch natürlich bedeuten, dass eine bestimmte Mehrheit, nicht nur ein Individuum, sondern eine bestimmte Mehrheit Gesetze erlässt, Gesetze über Gesetze entscheidet, über Vorschriften, die eigentlich ungerechte Konsequenzen mit sich bringen. Das ist natürlich etwas, das immer wieder zu finden ist. Ja. Perfekt. Danke. Sehr gut. Sollen wir das Seminar? Nein. Fangt erst um 17 Uhr an, ja. 15 Uhr. Mit der Ruhe, Herr Kollege, erst noch.